Profi. Richtig gesehen, die Erfahrung. Ja. Tag allerseits. Ihr seht den Freunde fürs Leben, Bar Talk. Und bei mir begrüße ich jetzt Felix Lobrecht. Es geht. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ey. Ja. Wie geht's dir? Also eigentlich geht's mir gerade ziemlich gut, würde ich sagen. Ich bin jetzt akut gerade ein bisschen gestresst, weil ich gerade von einem Termin hergekommen bin und auch direkt danach weiter muss. Aber alles super. Und dir? Kann ich klagen. Naja. Ihr habt da schon jemanden aufgenommen, ne? Ja, genau. Wir haben schon jemanden aufgenommen heute. Sind sehr froh, dass du auch mit dabei bist, wirklich. Ja, cool. Ich habe übrigens Hausverbot in dem Club hier. Wir drehen im Bricks. Schöne Grüße. Ich bin doch noch hier. Haben wir dich hier so reingesneakt? Ja, ey. Oh, Mann. Zum Einstieg, weil, also ich habe viele Interviews schon mit dir gesehen und viele Podcasts, bei denen du zu Gast warst. Wenn du jetzt mal so überlegst, was war denn in all diesen Gesprächen und so ganz generell in Bezug auf die Öffentlichkeit so die größte Falschannahme, die größte Fehleinschätzung, die über deine Person existiert? Boah, also ich weiß nicht, ob es, also in dem Gespräch eigentlich meistens nicht, aber ich glaube, viele haben irgendwie vorher so eine Idee von einer Geschichte, die über mich erzählen wollen und pflücken sich dann die O-Töne so zusammen, wie es dann in ihre Geschichte passt. Aha. Also ganz viele wollen halt immer so diese Rags-to-Riches-Geschichte erzählen, irgendwie so. Der Neuköllner Assi, der jetzt irgendwie Kohle hat. Die Geschichte stimmt ja irgendwie auch, aber irgendwie fühle ich mich oft darauf reduziert. So, ich verstehe nicht genau, warum das so spannend ist für die Leute, also warum immer so zugespitzt das erzählt wird. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ey. Was ist dir denn aufgefallen? Viele Leute scheinen per se zu erwarten, dass du immer lustig bist. Ach so. Ja, okay, aber das liegt, glaube ich, eher am Job. Berufsstand, ne? Ja. Bist du es? Ich bin immer dann lustig, wenn ich irgendwas lustig finde oder mir gerade was Lustiges einfällt. Aber ich habe mich sehr früh von dieser Erwartungshaltung, immer lustig sein zu wollen und zu müssen, freigemacht, weil ich das selber total belastend finde, wenn ich mir Interviews angucke von Leuten, die ich interessant finde und die nicht auf eine Frage antworten, sondern immer nur so den nächsten Joke suchen, so, weißt du, was ich meine? Also ich finde das total belastend. Weil man dann nie das Gefühl hat, irgendwie mal jetzt eine ernsthafte Antwort zu kriegen. So. Ja, es ist ja oft, also bei Leuten aus deinem Fach, also hier Comedy, Comedians, weiß man halt dann oft gar nicht, wen man da eigentlich interviewt. Also ist es die Rolle, die gespielt wird, oder ist es die Person? Ist es eine Mischung aus beiden? Ja, zumal meine Kollegen auch nicht lustig sind. Mein Spaß. Schöne Grüße. Es ist natürlich auch wieder, auch Kunst liegt im Auge des Betrachters und Humor genauso natürlich. Ja. Wobei Lachen schon was sehr Demokratisches ist, finde ich. Ich finde zum Beispiel bei Shows, finde ich es viel geiler, wenn Leute lachen, als wenn die so kabarettmäßig so klatschen. Unbedingt. So, weil Lachen ist sowas, so, du musst lachen. Das kannst du nicht beeinflussen. Das ist eine körperliche Reaktion auf irgendwas, was du lustig findest. Deswegen ist es auch ein sehr ehrliches Feedback. Total. Und Klatschen ist sowas, aha, ich habe das verstanden und jetzt zeige ich, dass ich das gut finde. Das ist sowas Aktives, weißt du? Also, ja, wollte ich schon sagen. Weil du es gerade erwähnt hast, so deine Rags-to-Riches-Geschichte. Lass mal darüber reden. Die benutze ich jetzt nur als Vehikel, weil, klar, jetzt 2023 kam der Film zu deinem Buch. Mhm. Und da war es natürlich auch sofort wieder so, ach Mensch, das ist doch zu 100% er. Mhm. Bist du natürlich nicht. Also klar gibt es biografische Überschneidungen, aber... Habe ich auch nie gesagt. Also ich weiß nicht, warum die Leute das so... Das würde man ja bei keinem anderen... Also weißt du, ich meine, niemand denkt ja, oh, Titanic, das ist doch James Camerons Geschichte. Ja. Der war doch Leonardo. Ja, mein klar, es gibt natürlich so diese paar zarten biografischen Überschneidungen. Dann ich spiele ja auch damit, ich weiß schon, aber... Ja. Klar. Und so wie ich das aber verstanden habe, ging es dir viel mehr darum, ein Gefühl zu vermitteln in diesem Buch und in diesem Film und nicht so sehr deine Geschichte zu erzählen. Liege ich da richtig? Auf jeden Fall. Also ich wollte so einen Vibe vermitteln einerseits und andererseits irgendwie auch... also ich finde diese... Ja, im weitesten Sinne Ghetto-Stories, die gibt es halt gerade in Deutschland eigentlich, wenn überhaupt, nur aus der Perspektive der Starken. So, also du hast sie halt im Rap und da ist aber immer hier, ich fick dies, ich fick das, ich mach die Kohle, ich keiner, also ich hab alle Angst vor mir mäßig. Und ich fand es halt viel spannender und viel mehr relatable, auch so aus meinem eigenen Leben, die Geschichte zu erzählen, so von den Leuten, die einfach da so leben, die halt nicht krass sind, so die einfach so die kleinen
kleinen Opferkind, so wie ich das früher war, so weißt du? Ja. Und die Perspektive gab es noch nicht. Und das fand ich irgendwie spannend und es ging auch, deshalb probiere ich das auch mal so ein bisschen weg von meinem Leben zu schieben, weil das dann irgendwie schon wieder so speziell in der Rezeption irgendwie ist. Aber so eine Gropiusstadt, da wo der Film jetzt spielt, hier in Berlin, in Neukölln, die gibt's ja überall. Ja. Gibt's ja in jeder Stadt. Und es könnte jetzt genauso gut in, was weiß ich was, Alter, Frankfurt, Essen oder irgendwo im Osten spielen, so Chemnitz, was weiß ich. Genau, Sonne und Beton, habe ich noch gar nicht erwähnt, heißt Buch wie auch Film. Inwiefern prägt denn deine Zeit in der Gropiusstadt dich heute noch? Also, ne, dein Erfolg brachte ja eine Menge Veränderungen mit sich, aber wie viel steckt noch drin? Ach, ich denke mal, eine ganze Menge. Also, alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist ja irgendwie noch in mir drin und beeinflusst das, wie ich heute bin. Und das hat natürlich auch meine Jugend. Die Jugend ist ja auch eine sehr prägende Phase. Also das steckt schon noch überall drin. Und ich glaube, dass viele Sachen, die heute sehr praktisch sind für mich und für meinen Job oder so, sind alles so Sachen, die mehr oder weniger ich mir aus einer Not heraus so antrainiert habe. So in meiner Jugend. Sowas wie selbstständig sein, sein eigenes Geld verdienen können, irgendwie nicht so leicht aus der Bahn zu werfen zu sein. Das sind alles so, ich habe es irgendwie mal auf die Punchline runtergebrochen, dass ich es als großes Privileg betrachte, so unprivilegiert aufgewachsen zu sein. Aber erst jetzt. Weißt du, wie ich meine? Weil es halt Charakterzüge schult, die einem später mal was bringen. So, wenn ich mir irgendwie so Gleichaltrige oder in der Uni ist mir das damals krass aufgefallen, so, weiß ich, weil ich Anfang 20 irgendwelche anderen Anfang 20-Jährigen angucke, so, die können nicht mal selber Wäsche waschen. Also, die können nichts, weil die halt voll das, die sind nicht resilient, die sind nicht hart, die sind nicht selbstständig. Und das sind alles so Sachen, die ich halt relativ früh irgendwie gelernt habe, weil ich sie lernen musste. So. Ja. Und das hilft mir später. Du hast mein Humor auf jeden Fall auch. Also Humor war immer irgendwie für mich ein Tool, so mit Ärger und so klarzukommen. Und die Art Humor, die ich mag, die findet sich auch viel im, oder ist auf jeden Fall auch geprägt durch migrantische Milieus und so. Dieses Verknappen aufs Wesentliche, so kurze, schnelle Punchlines, ohne viel Schnickschnack drumherum und sowas. Das sind alles so Sachen, aber das erkennt man erst später. Das habe ich früher nicht gemerkt. So. Mhm. Das sind so Sachen, die mir jetzt erst auffallen. Das weiß ich, meine. Ja. Also ich hatte zum Beispiel mal, ich erzähle es noch mit einer Geschichte. Ich hatte mal einen Kumpel, der hieß Kerem. Und der war witzig, der hat kein gutes Deutsch gesprochen. Und der wollte einfach nur so erzählen, wie schlecht drauf sein Cousin war. Und dann hat er es einfach so in drei Worten geschafft. Einfach so, Cousin, grad Novolein verkackt, so besoffen. Einfach so, diese drei Informationen brauchst du für die Geschichte. Und sofort ist es witzig. Also, weißt du, du brauchst nicht diese. Ja. Und dann ist er da hingegangen. So, Cousin, Novolein, besoffen. Also, das ist einfach so, das meine ich so. Dieses Runtergekochte aufs Wesentliche. Und diese Art Humor habe ich viel halt durch so eine Jungs halt kennengelernt früh. Und das sind auch so Sachen, die ich mir, glaube ich, irgendwie so beibehalten habe. Ohne viel Schnickschnack so. Ja, also jetzt, wo du das so erzählst, klärt sich da nochmal auch was auf in meiner Birne. Ah, sehr gut. Hier, Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, ne? Da warst du wahrscheinlich auch mal? Mhm. Da habe ich meinen Lesewettbewerb verkackt. Wie alt warst du da? Ich weiß nicht, so dritte, vierte Klasse. Ja. Ich bin Vorletzter geworden. Oh. Da finden ja aktuell Veranstaltungen wie hier. Da war neulich so ein Open Air, das 447 Open Air. Aha. Mit den Jungs von AOB und Louvre 47 und so, schöne Grüße. Also da auf dem, du meinst Lipschitzplatz? Ja, Campus. Genau. Ja. Weil ich habe aktuell geguckt, was da für Veranstaltungen sind. Da ist zum Beispiel Club Oval Dance Battle und Female Rap Concert. Mhm. Es ist also offenbar so, dass man wieder Publikum an den Ort bringen möchte, generell erstmal, und versucht halt, den Ruf zu verbessern. Mhm. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja da total viel Publikum. Also, ja. Ich meine, das sind 5 U-Bahn-Stationen voller Hochhäuser. Ja. So, da wohnen ja 100, weiß nicht wie viel, also eine ganze Menge Menschen so, um die sich zumindest früher wenig gekümmert wurde. Also bei uns gab es wenig Entertainment-Angebot, hatte ich das Gefühl. Es gab so ein, zwei Jugendclubs, so Wutzke Allee war ich immer in einem, so zum Breaken, und Lipschitz Allee gab es das UFO. Dann gab es das Haus der Mitte, das gibt es zum Beispiel nicht mehr, da hat schon mein Vater irgendwie Kicker gespielt. Aber so coole Sachen wie jetzt oder wieder vor ein paar Wochen, dieses 447 Open Air, das gab es früher auf jeden Fall nicht. Mhm. So was cool, freut mich. Ist das für dich ein guter Weg, um für mehr Integration und Chancengleichheit zu sorgen? Ja, ob es jetzt direkt so eine große Implikation hat, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall was Cooles. So.
weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, also wenn man direkt so einen großen, so ein großes Ziel formuliert, dann habe ich das Gefühl, kann man den Anspruch daran nur verfehlen. Mhm. Aber selbst wenn da irgendwie 400 Kids rumspringen und von denen findet es 50 richtig geil und einer fängt deswegen an mit Musik, so ist doch, also das ist ja auch schon ein Erfolg. Aber das ist dann nicht gleich Integration gelungen von einer ganzen Generation. Von gelungen sind wir noch mal weit entfernt, das ist klar. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Also ich glaube, bei mir ging es in der Jugend wirklich bergauf, ab dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas gefunden zu haben, was mir Spaß macht und wo ich mich irgendwie im weitesten Sinne irgendwie ausdrücken kann oder wo ich einfach so meine Zeit gerne rein investiere. Und das war Breakdance. Mhm. So, das konnte man einfach so umsonst machen. Das gab es einfach in verschiedenen Jugendclubs, also überall in Berlin, aber auch in Neukölln viel. Und da bin ich einfach 3, 4, 5, 6 Mal die Woche einfach hingegangen und hab da so 3 Stunden lang einfach da so rumgehampelt. Und das hat mir einfach irgendwie so Selbstbewusstsein gegeben, es hat mir Spaß gemacht. Und irgendwie so ein, ja, war so eine Mission, war so ein Sinn einfach. Ja. Weil du deinen Vater gerade erwähnt hast, du bist mit ihm und deinen 2 Geschwistern seit dir aus Nord-NRW nach Berlin gekommen. Da warst du 4 Jahre alt. Also du bist dann... Also mein Vater ist Berliner, der ist auch in Neukölln aufgewachsen, ist aber wegen der Liebe, also wegen meiner Mutter, nach NRW gezogen, in die Nähe von Münster, in so ein Kaff. Und da sind wir 3 Kinder auch auf die Welt gekommen und dann ist meine Mutter aber gestorben und dann sind wir zurück nach Berlin, weil halt die ganze Infrastruktur von meinem Vater, also seine ganze Familie, Freunde, waren halt alle da. Ja. So, und in so einer Situation brauchst du so viel Hilfe, wie du kriegen kannst. Ja. Also so mit deinem dann ja in dem Fall alleinerziehenden Vater aufzuwachsen, inwiefern hat es dann auch gerade da in so einem Viertel dein Männlichkeitsbild geprägt? Ach, weiß ich gar nicht so genau. Also ich bin nicht mit, also ich bin halt von zu Hause aus eigentlich mit gar keinem Männlichkeitsbild so wirklich aufgewachsen. Mein Männlichkeitsbild kam halt wirklich dann so stumpf gesagt halt so von draußen. Also einfach dieses Neukölln-Macho-mäßige. So, du musst den neuen Freund von deiner Ex-Freundin schlagen und generell Stärke geht immer über körperliche Stärke und wer kennt wen und so. Halt dieses typische schwule Scheiß, also diese ganzen Sachen halt. Mhm. Typische Macho-Berlin-Kacke. Von zu Hause war das aber nie so. Also diese ganzen klassischen Geschlechterrollenverteilungen, so, die kenne ich halt überhaupt nicht. Also für mich war ein Mann, der den Haushalt schmeißt, offensichtlich das Normalste der Welt. Ja. So. Die Frau, die noch am ehesten meine weibliche Bezugsperson war, war eine meiner Tanten namens Ela. Und die ist Künstlerin und Handwerkerin. Also die hat immer so handwerklich gearbeitet. Das war für mich genauso. Also ich bin überhaupt nicht mit diesen klassischen Bildern aufgewachsen. Deswegen denke ich mir halt voll oft jetzt bei diesen Diskussionen so, ja, ihr seid alle auch ein bisschen late to the party. So. Also okay. Das denke ich mir aber bei ganz vielen von diesen Woke-Themen so. Weil ich denke dann immer so, ja, okay, ihr kommt jetzt darauf. So, wir sind in Berlin damit aufgewachsen. So. Also, ja. Also, wir sind mit Multikulti aufgewachsen. So, bei uns auf der Etage, die Nachbarin, war so ein lesbisches Pärchen. Mein Vater hat den Haushalt geschmissen. So, draußen sind viele arme Leute. Also, diese Sachen kenne ich alle schon. Ja. So, wenn ich mit meinen Tanten irgendwie als Kind mal mit war in einer Bar, da rennen da irgendwelche Männer rum, die sich als Frauen anziehen. So, wir kennen das ja alles, so, seit wir Kinder sind. So. Mhm. Und ihr kommt jetzt alle so auf diesen Film. Denke ich mir, das ist ja cool, aber dann quatsch die Berliner doch nicht damit voll, Alter. Also wir kennen das doch alles, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich meine, ich bin jetzt, keine Ahnung, seit Mitte der 90er beim Musikfernsehen, kenne das auch alles, weil es halt einfach gelebt war und selbstverständlich. Eben. Ja. Inwiefern hat dir deine Jugend dann das nötige Rüstzeug mitgegeben für das, was du heute machst und auch mit dem Erfolg, mit dem du es machst? Ja, das hatten wir im Wesentlichen schon. Also das, was ich gesagt habe. Mhm. Weil, ich meine, es ist ja so, jetzt, wo du so krass in der Öffentlichkeit stehst... Findest du, dass ich krass in der Öffentlichkeit stehe? Du bist schon sehr, sehr prominent. Danke, aber ich finde, ich bin sehr prominent in meiner Zielgruppe oder bei meinen Leuten. Aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass ich krass in der Öffentlichkeit stehe. Also ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen und 10 random Leute auf der Friedrichstraße fragen, ich glaube, 7 davon kennen mich nicht. Aber wenn wir... so irgendwo hingehen, wo so plus minus meine Fans rumrennen, dann kennen mich 110%. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Weil ich im Gegensatz zu dir zum Beispiel habe ich sehr wenig Fernsehen gemacht. Mhm. Und ich finde, dieses breite Prominentwerden kommt sehr viel durch Fernsehen, wo man den Leuten vorgesetzt wird.
Ja, klar. Du hast ja dann auch final ein Gesicht dazu. Genau. Und ich habe eigentlich immer darauf geachtet, ab dem Moment, wo ich es mir quasi fame-mäßig leisten konnte, nur noch on demand stattzufinden. Mhm. Also wenn du irgendwas von mir sehen willst, musst du immer selber auf Spotify, selber auf YouTube, selber auf felix-urich.de und Tickets kaufen. So mäßig. Also ich finde mich nicht sehr prominent. Die 3 von 10 auf der Friedrichstraße und die 110% in deiner Zielgruppe, die würden aber wahrscheinlich behaupten, dich gut zu kennen. Also denkt man ja dann immer. Mhm. Also ich glaube, viele Leute, die irgendwas von mir konsumieren, konsumieren dann, glaube ich, meistens alles. Mhm. Also die finden dann meine Comedy gut, dann hören sie auch den Podcast und deshalb haben sie auch das Buch gelesen, dann gucken sie sich auch den Film an. Genau. Das stimmt schon, ja. Und erstaunlich finde ich, dass man ja immer so private Ausrisse aus deinem Leben bekommt. Mhm. Du erzählst in deinem Podcast immer wieder mal private Dinge, auch auf der Bühne und so. Mhm. Und trotzdem schaffst du es aber, dein wahres Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Mhm. Man weiß wirklich nicht viel über dich und das ist eine große Kunst. Mhm. Ja, ich probiere mich daraus fernzuhalten, ja. Mhm. So. Was würdest du denn sagen, was ist bei dir? Weil das ist ja auch voll oft nicht was nur mit mir zu tun hat, sondern auch mit anderen Leuten. Also nur weil ich irgendwie vielleicht Bock habe, so in der Öffentlichkeit zu stehen, heißt es ja nicht, dass Leute, die einfach mit mir befreundet sind oder was auch immer, das auch wollen. So. Und wenn ich aber über mein Privatleben rede, müsste ich theoretisch auch über Person XYZ reden. Aber vielleicht will die das gar nicht. Das stimmt. So, also ich finde das manchmal auch so ein bisschen so egoistisch irgendwie. Kann man sein Privatleben so ausschlachtet, so auf Kosten vom Umfeld. Ja, klar. Aber wenn man den Faden jetzt weiterspinnt, also Felix Lobrecht ist ja so gesehen inzwischen auch eine Marke, ne? Mhm. Wie schaffst du es, diese Marke, diese ja auch ein Stück weit dann Kunstfigur von dir privat, der du ja auch Felix Lobrecht heißt, noch zu trennen? Na, also ich habe, je länger ich meinen Job mache, so gerade auf der Bühne und so, desto besser, also je länger man irgendwas macht in der Regel, desto besser wird man dann auch darin. Und besser werden für mich bei Comedy und auch Podcasts und was auch immer, heißt eigentlich immer, mich immer weniger verstellen zu müssen. Also je besser ich auf der Bühne werde, desto weniger oder desto mehr schaffe ich es, mich selber auf die Bühne zu bringen. So, deshalb habe ich nicht das Gefühl, mich groß verstellen zu müssen oder so. Oder irgendwie so, ja, das ist wirklich so was komplett anderes, oder mich irgendwie komplett anders geben zu müssen. Aber der also Felix Lobrecht in der Öffentlichkeit ist natürlich einfach so eine, ist halt eine Facette von demselben so. Mhm. Aber ja, es ist jetzt nicht irgendwie groß anders, finde ich. Eher ein anderer Modus als eine andere Person. Also. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob meine nächste Frage dann vielleicht schon zu weit vorausgedacht ist, aber... Das sage ich dir gleich. Okay, also wenn ich dich jetzt frage, was ist bei dir Stärke entwickelt? Die Angst davor, sozusagen demaskiert zu werden oder die Sehnsucht, vollends erkannt und gesehen zu werden? Die Frage verstehe ich nicht. Also so... Felix Lobrecht als Kunstfigur und Felix Lobrecht als real existierende private Person, da hast du ja gesagt, so, je mehr du auf der Bühne du selbst bist, desto besser bist du als Comedian. Nee. Besser werden als Comedian heißt für mich, immer mehr zu sich selbst zu kommen. Ah. Also wenn man es schafft, seinen Privathumor immer mehr auf die Bühne zu bringen, wenn man es schafft, seinen eigenen authentischen Redeflow immer mehr auf die Bühne. Ich meine, ich habe ja beispielsweise angefangen, so ultra langsam auf der Bühne zu reden immer. So. Mhm. Das war damals, mir hat irgendwann mal jemand gesagt, ey, wenn du aufgeregt bist, so achte darauf, dass du nicht zu schnell wirst im Sprechen. Ja. Und das ist dann bei mir ins Gegenteil umgeschlagen, dass ich dann so ultra langsam war. Und das hat dann so eine Zeit lang ganz gut funktioniert und war dann kurz davor, irgendwie mein Markenzeichen zu werden. Aber es hat mich sofort genervt, weil ich halt im echten Leben überhaupt nicht so rede. Also ich bin ja nicht so eine Schlaftablette, so ich rede so normales Tempo. Und das meine ich, dann bin ich besser geworden und schaff's einfach quasi immer mehr auf der Bühne so zu reden, wie ich auch im normalen Leben rede. Natürlich halt pointierter und irgendwie ein bisschen durchdachter so, weil es ja schon Jokes sind, die ich mir auch größtenteils vorher überlege. Aber das meine ich damit eher. Ah, okay. Weil ich dachte jetzt,
man baut sich ja so einen Schutzwall auf, wenn man in der Öffentlichkeit steht und gerade an so exponierter Stelle und auch so einen Beruf, wie du dann hast. Und die hilft einem auf der einen Seite. Und dann kann es aber auch sein, dass so durch diesen Schutzwall ein anderer Wunsch unerfüllt bleibt, nämlich, dass einen die Leute komplett begreifen, keine Falschannahmen mehr haben. Ja, also ich glaube, wenn man von den Leuten erwartet, dass sie einen komplett begreifen, dann ist man irgendwie ein bisschen doof, weil man begreift sich ja selber nicht mal komplett. Warum sollten andere Leute das können? Fair enough, ja. So. Und ich finde es auch, also es gibt ja nichts Langweiligeres als einen Künstler, den ich so komplett verstehe. Also wie langweilig ist das denn? Also, hast du recht, man braucht den Bruch. Du brauchst den Bruch, du brauchst die Überraschung. Also das ist doch Quatsch. So. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn dich als Künstler alle okay finden. Also weißt du, die Leute müssen okay, ist schlimm. Leute müssen dich scheiße finden, ja. Und du brauchst Leute, die dich lieben. Aber du, wenn alle sagen, der war ganz nett, so, also, wie langweilig ist das denn? Dann bleibst du niemandem im Kopf, dann bist du so richtig, ist so künstlerisch wertlos in meinen Augen. Wenn du allen gefällst, dann machst du irgendwas falsch. Wie gehst du damit um, wenn dich Leute explizit sehr, sehr lieben und andere sehr, sehr nicht lieben? Was ist dir lieber? Naja, offensichtlich ist es mir lieber, wenn mich Leute mögen, so. Aber es wäre einfach naiv zu glauben, dass einen immer alle, also dass einen alle gut finden. Das geht einfach nicht so. Und es ist auch okay. Und ich glaube, je früher man das irgendwie erkennt und wirklich auch versteht, desto mehr oder desto weniger Kopfschmerzen hat man. Ja. Weil wenn du jedem, du kannst es eh nicht allen recht machen, so. Deshalb macht es einfach irgendwie Sinn und es führt wieder zu dem, sich selber auf die Bühne bringen, ob die Bühne jetzt wirklich die Bühne ist oder Social Media oder Podcast. Deswegen macht es am meisten Sinn, einfach wirklich bei sich selber zu bleiben, weil so dann wirst du wenigstens von den Leuten, die dich lieben, für das geliebt, was du wirklich bist und nicht für irgendwas, was du vorgibst zu sein. Und die Leute, die dich dann scheiße finden, die finde ich halt auch wirklich authentisch scheiße für das, was du bist. Aber dann kannst du es eh nicht verändern. So, beziehungsweise, was willst du mit Leuten, die dich nur mögen, wenn du irgendwie das sagst, was sie hören wollen? So, was bringt dir das, wenn du dich verstellen willst? Musst. Ja. Für Anerkennung. Und ich glaube, ganz viele Menschen in der Öffentlichkeit sind in diesem Quatsch gefangen, so, dass die irgendwie immer so ein Bild bedienen müssen oder eine Erwartungshaltung bedienen müssen, die gar nicht ihrer eigenen Person entspricht, aber so deren eigenen Ding, die richtige Person will dann keiner sehen, oder? Weißt du? Ja. Oder kennt halt keiner, weil die das denen nie gezeigt haben. Macht einen auf Dauer sehr, sehr unglücklich, glaube ich. Glaube ich auch. Und ist halt unauthentisch, also. Ja. Und es ist anstrengend. Also ich stelle es mir übertrieben anstrengend vor, wenn man quasi permanent mitdenken muss, ja, wie müsste ich denn jetzt sein? Ja, gibt aber viele, die es so angehen, ne? Gerade so in Musik, Kunst. Ja, man muss auch sagen, ich kann das auch verstehen, so Leute, also so Shitstorm-Kultur und sowas, will das ja auf eine Art auch. Mhm. Also du musst ja quasi komplett stromlinienförmig sein, damit du einigermaßen deine Ruhe hast. So. Ja. Aber in meinen Augen ist dann die Lösung nicht, sich dem zu beugen, sondern eher die Medien, wo Shitstorms oder was weiß ich was stattfinden, nicht zu konsumieren, um das nicht mitzubekommen. 2023 war auf jeden Fall ein ereignisreiches Jahr für dich. Wir haben ja schon über den Film gesprochen. Gemischtes Hack gibt es ja auch schon länger. Und auch 2023, dann hast du ja die Tour gemacht, All You Can Eat. Mit also zweite Tour, ja. Ich habe zwei Jahre gemacht, ja. Und was sind denn so die Sachen, an die du am liebsten zurückdenkst aus 2023? Ich würde sagen, die Kinotour. Also wir haben quasi zum Filmrelease habe ich mit dem Regisseur David Venant, mit einem der Darsteller, Louvre 47, meinem Bruder und noch zwei Leuten von Konstantin eine Kinotour gemacht, wo wir, glaube ich, in 20 Kinos, sage ich jetzt einfach mal so, waren, um den Film vorzustellen. Überall in Deutschland waren wir so 10 Tage unterwegs. Immerhin, der Film lief, danach haben wir irgendwie Q&A und Fotos mit den Leuten gemacht, die zugeguckt haben und dann weitergefahren. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da denke ich gerne dann zurück, auch wenn es todesanstrengend war. Dann war ich das erste Mal richtig so Österreich, Schweiz und auch in Luxemburg so auf Tour richtig, also nicht nur einzelne Shows, sondern wirklich so eine ganze Tour in den jeweiligen Ländern. Das war auch cool. Dann die Aufzeichnungen von meinem Programm jetzt in Berlin in der Benz Arena. Da habe ich auch sehr lange drauf hingearbeitet und ich habe es auch selber produziert und selber bezahlt und es war auch sehr viel kopfig so.
Das ist anstrengende Erinnerung, aber auch eine gute, weil es gut gelaufen ist. Also eigentlich so die erwartbaren großen Eckpunkte. Und bei Sonne und Beton halt einfach wirklich viel. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn ich das so sage, weil es irgendwie nett klingt, das zu sagen. Aber da haben halt auch wirklich sehr viele einfach so jugendliche Blockkids und einfach so normale Leute mitgewirkt, für die der Film wirklich was verändert hat. Mhm. Also die wirklich jetzt neue Chancen in ihrem Leben haben, die sie vorher nicht hatten. So. Also ich habe das immer so gesagt, dass viele von den Kids, die irgendwie in dem Film mitspielen, gerade die vier Jungs, die Hauptrollen spielen, die leben so ein bisschen meinen Traum. Weil ich weiß nicht warum, aber ich wollte immer schon reich und berühmt werden als Kind. Und irgendwie dachte ich, vielleicht ist es am ehesten noch Schauspielen, hatte ich immer so diese Traumvorstellung. So, oh, irgendwann wird mal, gibt es in meiner Schule ein Casting und dann gehe ich da hin und dann kriege ich die Rolle und dann bin ich ein Star. So. Und das ist ja teilweise wirklich das, was passiert ist, mhm, jetzt durch Sonne und Beton für so ein paar von den Kids. So. Ja. Ja, cool. Du hast dir so gesehen, also eine Pause redlich verdient, die Stand jetzt gerade begonnen hat. Gerade angefangen, ja. Und über die wir im dritten Teil noch mal ausführlicher reden, warum es die überhaupt gibt, mhm, und wie sie sich für dich anfühlt. Mhm. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Mhm. Gerne. Kann ich Pippi machen? Kannst du. Wo denn? Da hinten in der Ecke. Stark, tschüss. Und ihr seid herzlich eingeladen, beim zweiten, beim dritten und beim vierten Teil mit Felix Lobrecht im Freunde fürs Leben Bartok zuzugucken. Ne? Super.